Und jetzt liegt er da und ich glaube, jetzt machen wir hier einen Rechtsklick drauf. Jawohl, genau, genau, genau. Ja, Junges, willkommen zurück zu Minecraft Neuland. Simon ist gerade schon mal schnell losgelaufen in der letzten Folge. Hochdramatische Szene, schaut euch auf jeden Fall an. Im Dungeon ist er am Ende noch verreckt und er muss seine Sachen sichern. Simon, bist du schon auf dem Weg? Ich bin schon fast da, ich habe mir ein Boot noch gemacht, deswegen ich musste ja die meiste Zeit übers Wasser schwimmen. Zum Glück haben wir diese Minimap eine Folge vorher installiert, als hätten wir es gewusst, weil die Zeit genau der Todesort ist. Aber ich glaube nicht, dass ich die Sachen kriege. Einfach weil 5 Minuten, wenn ich in der Nähe bin. Aber nee, nur der Chunk. Nur wenn der Chunk geladen ist. Das heißt, wenn jetzt gerade noch nicht ganz nah dran bist, dann zählen die 5 Minuten ja, nicht. Zählen erst, wenn du genau dran bist. Dann muss ich halt nochmal durchs Dungeon durchkämpfen. Ja, ja, ich habe einfach vor, da wo ich gestorben bin, ist so ein Lichtstrahl, der nach oben verläuft. Ja. Und da werde ich mich einfach geradeaus runtergraben und versuchen, mich an den Mobs vorbeizugraben. Und jetzt gerade bin ich auf dem Erdelemental gestoßen. Ja, sehr, sehr geil. Ich will doch nur zu meinen Sachen, du Missgeburt. Okay, was machst du heute in der Folge? Ich habe die ganzen letzten Folgen alles vorbei. Ich hab unter anderem hier ganz viel Holzkohle. Die habe ich jetzt aber schon fast komplett hier verbraten, um das Grau zu schmelzen. Das ist dieses Material, was man halt für alles mögliche braucht bei diesem Tinkers Construct. Und meine Smeltery unten ist praktisch fertig. Ich glaube, man hat sie gerade eben schon kurz gesehen. Ich stelle dich gleich mal kurz vor, was da schon ist. Ich war sehr, sehr fleißig und produktiv, während du deinen Kampf des Todes durchlebt hast. Hier ganz viel Kohle gemacht. Alter, das ist alles richtig da. Der schlimmste Kampf überhaupt. Jetzt erstmal, Simon, beruhig dich. Komm runter. Nee, und konzentrier dich darauf, den Weg zu finden, dass du ja, die Sachen wiederkommst. Weil das uns meine ganzen Level sind weg. Ich hatte über 30 Level schon. So, ich stell mal kurz vor, was ich gebaut habe. Das ist jetzt die Smeltery. So, das ist einfach nur diesen Stoff hier, eben diesen Seared Bricks. Die macht man halt aus diesen Bricks, dass man die halt noch im Vierer-Ding anordnet. Das ist halt dieser Stoff, der halt, ja, den du halt brauchst für eine Schmelzerei. Ich habe hier dann noch Smeltery Drains rausgemacht. Das sind einfach nur so Outputs sozusagen. Das heißt, daraus kommt nachher, kann man halt, was man da drin gemacht hat, rausziehen. Und darunter muss man jetzt, kann man verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel entweder einfach so ein Gefäß. Da kann man dann halt zum Beispiel Blöcke rausbekommen. Also zum Beispiel, wenn man Iron schmilzt, darin schmilzt, dann kann man einfach Iron Blöcke rausbekommen. Ich würde sagen, es ist halt beides relevant. Deswegen mache ich einmal kurz mal diesen. Jetzt muss ich kurz rausfinden, wie man das baut. Aber da habe ich ja mein schlaues Buch für. Mein Mighty Smelting Bock. Und, zwar baut man das wie folgt: Nicht das Glas, nicht den Tank, nicht das Window. Das Facet brauche ich auf jeden Fall. Was ist denn jetzt passiert? Ich brauche ein Casting. Ein Casting Bazin, genau. Und da brauche ich direkt drei Stück von, brauche ich mal. Ich habe ja auch so einen neuen Crafting Table gebaut. Das ist einfach nur ein Crafting Table, nochmal ins Crafting Feld. Dann bekommt man einen raus, das ist eine Crafting Station. Und das, da bleiben die Sachen drin, auch wenn man halt hier einmal so rausgeht. Bleibt da drin, ist ganz praktisch. Ah, das ist, kennst du noch von mir. Genau. Aber ist das ein anderes, aber funktioniert ja, praktisch genauso. So, 6 Stück brauche ich, glaube ich, davon. Ich bin fast da, wo ich gestorben bin. Okay, dann konzentrier dich, dass du da runterkommst. Oh Gott, ich muss da jetzt sofort runter, mit der ich habe eine Rubinschaufel mitgenommen. Ich glaube, das ist richtig, dass das hier so rausgeht, diese Dinge, diese Facets. Ich glaube, die braucht man. So, jetzt möchte ich mir dreimal, dieses normale Gefäß machen. Und dreimal so einen Tisch halt. Und in den Tisch kann man halt Form machen und so weiter. So, erstmal das Bazaar. Okay, ich sehe meinen weißen Lichtstrahl. Ich sehe meinen weißen Lichtstrahl. So, da kann die Sachen rauslaufen. Und dann brauche ich gleich Lava. Hast du einen Eimer oder ist ein Eimer hier zu Hause? Eimer ist zu Hause. Okay, dann muss ich gleich Lava holen auf jeden Fall. Warum auch immer hier gerade ein Smeltery Controller drin ist. Der sollte da eigentlich nicht rein. Kommen wir wieder hier rein. Sonst wird er da drin verbrannt. So, und jetzt muss ich einmal auch diesen Smeltery-Tisch machen. Da muss ich wieder in mein Buch schauen. Weil da steht alles drin im schlauen Buch. Smeltery-Table, genau. Casting-Table heißt er. So. Da mal reingebaut mit dem Zeug. Bist du schon da dran? Ich bin schon da dran. Du siehst doch eigentlich mit der Map, musst du auch den Todespunkt sehen, oder? Ja, ja, ich habe so einen Totenkopf auf der Map und habe so einen weißen Lichtstrahl da. Okay. Kannst du dich nicht einfach so dicht die Erde bauen oder so? Dass doch, mach ich gerade. Okay. Doch, doch. Aber, ja, aber die Sache ist die, hier sind verdammt scheiß Dungeons. Die Leute, die die letzte Folge mal mir gesehen haben, wissen, dass das ganz schön kompliziert und so war. Okay. Ich versuche mich da gerade. Okay, ich bin fast da. Ich habe jetzt alle Sachen, ich habe es eigentlich fertig gebaut. Das kann ich jetzt eigentlich anschmeißen. Ich brauche nur halt Brennstoff, also Lava. Wo hast du den Eimer hingetan? Wäre ich jetzt. Weiß nicht, ich weiß gerade, kann ich echt nicht. Ah, hier ist ein Bucket of Liquid Essence.
Ja, kann ich die einfach irgendwie ausgießen oben irgendwo? Oben in der Kiste. Ich brauche so viele Eimer wie möglich. Ich glaube, ich kann den Eimer auch. Ich habe gehört, mit diesem Eimer, in diesem Wasser, bekommt man Regeneration 2. Aber irgendwie stimmt es nicht, weil ich bin hier drin, da ist nichts. Das stand in den Kommentaren. Ich sehe meine Sachen. Die sind richtig gespawnt. Aber da sind ganz viele Monster. Ja, okay. Wenn ich jetzt da durchlaufe, kann es sein, dass ich wieder sterbe. Noch. Ja, egal, ich muss da jetzt hinlaufen. Du musst da durch, Mann. Ja, ja, okay. Ich habe die Hälfte meiner Sachen, aber ich bin halb tot. Okay, warte. Ich grab mich wieder in die Wand. Darf ich die Lava aus deinem Eimer schon benutzen, Jan? Du darfst alles machen, mach was du willst. Dima, ich wünsche dir alles gut, dass du das schaffst, aber bitte sterb nicht nochmal. Ich laufe gerade nackt rum und wenn du dann halt hier spawnst, siehst du das. Das wäre nicht gut. Nee, das wäre nicht gut. Oh Gott, ich glaube, alle Sachen kriege ich nicht mehr. Da ist nämlich eine riesen Armee. Ich habe schon mal Lava reingefüllt, das ist hier schon mal ein bisschen was drin. Das muss man sowieso immer die ganze Zeit nachher nachfüllen. Das heißt, man muss eigentlich irgendwie eine Lavaquelle in der Nähe finden. Simon, wo hast du die Lava hergehabt? War die in der Nähe? Nee, war ein bisschen weiter weg. War das so oberirdisch oder? Wobei eigentlich, wenn wir nachher auf Tour sind, dann können wir da auch noch Lava mitnehmen. Ich würde fast sagen, ich beschränke mich da jetzt mal drauf, das einfach mal so zu testen. Was man daraus machen kann. Und dann sollten wir nachher auf Tour gehen, dann können wir die ganzen Rohstoffe so richtig schmelzen. Ich weiß, dass man für diese Farm, diese Formen, dass man halt direkt nachher schmelzen kann in die Formen rein, braucht man Aluminium Brass. Genau, das ist Aluminium und Copper. Das ist so eine Masse, aus der kann man halt die Form machen. Das geht aus nichts anderem. Das heißt, das soll ich mal zuerst machen. Da brauchen wir 3 Aluminium und 1 Copper. Mal sehen, ob wir genug davon haben, von dem ganzen Zeug. Copper haben wir 3 Stück. Und Aluminium okay, ich bin erstmal in Sicherheit. Ich bin erstmal sicher, die wichtigsten Sachen gesaved. Perfekt. 6 Level habe ich nur noch übrig gehabt jetzt. Von 30. Bisschen schade. Ich brauche definitiv noch Aluminium. Aber eigentlich hatten wir es davon. Silber ist jetzt Sinn. Copper mehr als genug, aber ich brauche halt vor allem Aluminium. Aluminium ist nachher auch, glaube ich, ein sehr guter Stoff, den man auch benutzen kann mit anderen Sachen, um daraus sehr gute Werkzeuge zu machen. Hätte ich gedacht, dass ich die Sachen nochmal wieder kriege. Ich hab Lohnstaub bekommen. Okay. Jemand, das läuft aber richtig bei dir. Nee. Das ist. Du hast aber ja auch mal richtig Glück gehabt, oder nicht? Ja, doch. Ich bin an der Grenze des. Ich bin an der Grenze des Todes, sag ich mal. So. Wir haben doch nicht genug Aluminium. Also, wir haben schon für ein bisschen, aber nicht so viel, wie ich das eigentlich gerne hätte. Schade eigentlich. Zink kommt hier raus, weil das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Zumindest weiß ich nicht, ob das wichtig ist. Dann nehme ich einfach nur mal Aluminium hier. Aluminium ist wichtig. Jetzt, soweit ich weiß, jemand Aluminium ist, bitte immer in die wichtige Erzekiste tun. Okay, Aluminium wichtig, gut. Und Copper nehme ich einfach nur einen und 3 hiervon. Und dann packe ich das einfach mal alles in die Schmelze rein. Ich habe jetzt keine Ahnung, das ist mein erster Versuch, jetzt mal die Schmelze hier anzuwerfen. Ob das wirklich funktioniert, sehen wir, wenn das Licht angeht. Ich glaube, wir öffnen jetzt dafür jetzt den Smeltery Controller. Tun da 3 Aluminium rein. Genau, die sind jetzt auch da drin sozusagen. Sehen ein bisschen merkwürdig aus. Jetzt so als Blöcke. Kann man da rausspringen? Nee, klar. Ich bin ja nicht nur einen Block groß. Die werden jetzt so nach und nach geschmolzen. Oh Gott! Oh Gott! Nicht nochmal sterben, Simon. Pass bitte bloß auf, okay? Hilfe, Hilfe! Ne? Safety first. Ich bin umso vorsichtiger. Nein! Was? Nein! Nein! Bitte nicht! Ich kann dir nicht helfen, Simon. Ich weiß. Ich möchte hier raus, aber ich komme jetzt hier nicht mehr raus. So, mein Aluminium ist gleich geschmolzen, Simon. Alles mit der Ruhe, ja? Take your time, relax, calm down. Und gleich ist das hier schon mal geschmolzen. Und dann haben wir so eine Aluminiummasse da. Ich habe extra hier so Fenster reingebaut, halt. Das ist auch aus diesem Material, aber auch schön teuer. Ich habe es extra gebaut, damit man das sehen kann. So, ist jetzt? Nee. Noch ist nicht fertig. Aber fast. Jeden Moment ist das Aluminium fertig. Jeden Moment, dann haben wir dann gleich so eine richtig schöne Masse drin. Wenn alles funktioniert, ich habe das kein einziges Mal offline probiert. Ich habe mir nur Tutorials dazu angeschaut und durchgelesen und jetzt habe ich einfach mal so gebaut und da ist das Ding. Jawoll! Ja, ist so eine richtig ekelhafte rosa Masse und das ist geschmolzenes Aluminium im Wert von 6 Ingots. Und da seht ihr schon mal, wir haben nur drei Erze reingetan, bekommen aber 6 raus, verdoppelt sich halt immer bei so Erzen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch ein Copper da reintun. Und der schmilzt auch nochmal und dann wird das verbunden halt und dann haben wir so diese Masse, die gerade eben vorgeschlagen wurde. Ich schaue mir halt, in der Zeit können wir uns das nochmal hier anschauen. Was haben wir noch? Man kann zum Beispiel, Alumite ist ganz gut, glaube ich. Ich glaube, das ist so eins dieser super starken Materialien. Da braucht man Aluminium, deswegen Aluminium wichtig. Iron,
wichtig. Und Obsidian ist auch, also, ne, kann man auch bekommen. Und das, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, eines der stärksten Materialien, die es so gibt, um so Waffen und Werkzeuge zu machen. Obsidian. Das sollten wir also definitiv machen. Ich glaube, was auch richtig wertvoll, richtig wichtig ist, ich glaube, erst Allemite und dann kommt dieses Manilium-Ding, was ich nicht weiß, wie man das ausspricht. Aber das macht man aus Kobalt, was super selten ist, und Ardite, weil das Ardite, was, keine Ahnung, Alter, das ist super, glaube ich. Das ist so das End-Ding. Vielleicht liege ich auch ganz falsch, keine Ahnung. Man kann auch Pick Iron machen, ich weiß ja nicht, wofür das da ist, da muss man ein Blatt benutzen. Man kann halt alles da reinschmeißen in die Schmelze. Man kann sogar, was richtig wichtig ist, wie man kann Glue bekommen. Und weißt du, was man machen muss, um Glue zu bekommen? Nee. Man muss Pferde in der Smeltery schmelzen. Und das werde ich mit Hochvergnügen tun, Simon. Ich werde es, egal, ich keine Ahnung, ob das überhaupt für irgendwas wichtig ist, aber ich werde Glue sammeln, Simon. Ich bin Glue-Sammler von Anfang an. So, das ist jetzt nicht neu oder so. Ich bin schon immer Glue-Sammler gewesen. Ich habe eine Kiste gefunden, da sind Sachen für Rotarity Craft drin, aber das brauchen wir jetzt noch nicht, ne? Nö. Elektrischer Stahl, Eisenteil. Canola-Samen. So, jetzt hier Copper Ore ist gleich auch fertig und dann haben wir gleich keine rosane Masse mehr und dann kann ich hier mir die Sachen, die ich hier so mir schmelzen möchte, mal machen. Dafür muss ich mal das Steinzeug, glaube ich, mal machen hier. Habe ich gerade Cobblestone da? Habe ich gerade dabei. So, dann mache ich mir nämlich hier gerade mal ein Pickaxe-Set. Wow. Ich bin noch tiefer wieder. Stone Pickaxe Head und Stone. Dieses Binding-Ding brauche ich. Ah, ist ja schon drin, klar. Und hier. Binding einfach nur. Stone Binding, perfekt. So, das geht hier zurück. Und das ist auch schon weg, super. Eine Scherbe habe ich auch noch, brauche ich gerade nicht. Tue ich hier mal zurück. So, aber das kann ich gleich machen. So, ist es jetzt schon. Ja, genau. Jetzt haben wir so eine gelbliche Masse. Immer ekelhafter wird das. Warum? Ich denke euch vielleicht, wieso ist das so niedrig und so weiter? Wir haben halt nur richtig wenig reingetan. Das kann natürlich noch ganz hoch steigen. Und je höher wir das bauen, desto größer kann es auch werden. Das ist, soweit ich weiß, unbegrenzt. Deswegen ist ja auch so ein Scrollbalken. Das heißt, es wird riesig irgendwann. Aber erstmal ist es so. Und jetzt können wir hier unten bei unseren Casting Tables, können wir jetzt eben diese Form hier einmal ein Stone Binding und eine Stone Pickaxe Set einfach so reintun. So, und jetzt liegt er da und ich glaube, jetzt machen wir hier einen Rechtsklick drauf. Jawohl, genau. Genau, okay. Und jetzt kann ich hier... Hey, wie kann ich treffen? Einfach es rausnehmen. Perfekt. Jawohl. Weißt du, was ich gemacht habe, Simon? Nee, was denn? Ich habe einen Pickaxe-Head-Card. Jetzt haben wir eine Form und damit können wir jetzt alles Mögliche gießen. Alles Mögliche. Jetzt können wir aus allen Materialien uns direkt so ein Pickaxe-Head gießen. Super schön. Jetzt mache ich das gleich nochmal mit einer Binding, dass man das auch nochmal gießen kann. So, aber jetzt auch nochmal gefüllt mit dieser Masse. Ich werde hier, glaube ich, nie wieder aus diesem Dungeon rauskommen. Ich werde, glaube ich, nochmal hier sterben. Wenn ich nochmal hier sterbe, dann gebe ich die Hoffnung auf. Dann gehe ich hier gleich wahrscheinlich am besten nochmal direkt eine Kiste hin, dass man die Sachen doch immer direkt ablegen kann, die ganzen Dinger, die man direkt für Schmelzen braucht. Super schön. Da sind wir jetzt einen Schritt weitergekommen. Sollte ich nochmal sterben, Dena? Dann. Ja? Werde ich dann meine Sachen zurücklassen. Dann gebe ich auf. Wieso kannst du nicht einfach einbauen, nach oben bauen? Nee. Wieso nicht? Das ist Zauberei. Ich glaube, du willst zu viel, Simon. Du musst loslassen. Du musst loslassen, weißt du? Manche klammern sich fest, aber man muss loslassen. Du hast da recht, aber die Sache ist die, ich bin jetzt einmal in diesem Dungeon drin. Ja? Oh, alles voller Enderman. Aber wenn du eine Mauer, wenn du an die Mauer gehst, dich reinbaust, hinter dir zumachst und dich einfach nach oben baust, so treppenmäßig. Ein fetter Creeper, dann kann er eigentlich auch nicht schief gehen, oder? Ein fetter. Oh! Oh! Da war TNT unter dem Spawner! Simon, das hört sich heftig an, aber wenn du beim Spawner bist, dann machst du definitiv was falsch, weil du solltest nicht beim Spawner sein, wenn du in Gefahr läufst zu sterben. Komm lieber nach Hause, hörst du uns ordentlich aus und gehst zu zweiter hin und schaffen das alles. Dena, hier war ein Creeper-Spawner. Der ist einfach explodiert und unter dem Creeper-Spawner war richtig viel TNT. Ja, aber ich sag dir, du darfst da gar nicht sein. Das ist nicht kein Ort für kleine Unges. Ja, das Problem ist, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt, Unge heißt auf Dänisch Kind und das ist kein Platz für Kinder da, glaube ich. Ja. Deswegen, weg da. Ich wollte jetzt nochmal neue Parts hier machen. Weil im Endeffekt brauchen wir alles, was wir haben, mindestens einmal. Um das hier einmal alles voll zu haben. Und dann kann ich das auch alles gleich mal craften. Dafür brauche ich eigentlich auch nur Holz, soweit ich weiß. Und dafür müssen wir mal schauen. Ich glaube nicht, dass wir Holz haben. Weil jedes Holz ist immer sofort weg. Und hier sind ein paar Monster. Da habe ich keinen Bock drauf.
mach ich die Tür zu. Geh schlafen. Da kann ich nicht schlafen. Da ist aber ja. Klopf doch mal an hier. So. So geht es nicht. Tür zu, schlafen. Meine Fresse hier. Aufdringliche Nachbarn ohne Ende. So. Unsere Nachbarn denken jetzt, ich meine die, wenn ich sage aufdringliche Nachbarn. Er hat eine verdammte Diamanthose an, dieser Zombie. Ja? Die werden immer krasser ausgerüstet. Der hat eine verdammte. Creeper blau! Nein! Was war das? Nein! Hä? Ich will sterben. Hä? Sieh mal, ich verstehe diese blauen Creeper nicht. Ich lebe. Hey Simon, mir ist in mir drin ist ein blauer Creeper explodiert, aber er hat keinen Schaden gemacht. Ich verstehe auch nicht. Simon, du lebst in deiner eigenen Welt. Nee, ich lebe wieder. Ja, du lebst auch in deiner eigenen Welt. Ich lebe lieber in meiner eigenen Welt, aber dafür lebe ich wenigstens. Ja, dann komm doch nach Hause. Da kommt noch ein blauer Creeper. Ich verstehe die nicht, wenn die gar keinen Schaden machen. Was ist denn das Ding bei denen? Irgendwas machen die schon. Ja, die machen so einen blauen Kreis, aber der macht nicht wirklich Schaden und da explodiert auch nichts. Zumindest habe ich da keinen Schaden bekommen, wo ich direkt drin stand in der Explosion, praktisch. Das war sehr, sehr merkwürdig. Begibst du dich jetzt auf den Heimweg? Ja. Wirklich? Da ist ein Skelett mit kompletter Dia-Rüstung. Ja, dann bist du nicht auf dem Heimweg. Nein, ich bin ja mitten im Dungeon drin, Mann. Dann geh doch raus aus dem Dungeon. Ich habe jetzt einen Stärketrank getrunken. Jetzt ist alles kein Problem mehr. Sieh mal, wenn du jetzt stirbst und alles weg ist, dann wäre es richtig unnötig, anstatt dass du einfach nach Hause kommst. Ich weiß. Wir wollen dich leben zurück, Simon. Wir mögen dich, wenn du lebst. Nicht, wenn du tot bist. Ein toter Simon hilft niemandem etwas. Komm noch nach Hause und dann machen wir das nochmal, wenn wir zusammen gut ausgerüstet sind. Ja, du hast recht. Ja. Dann komm. Ich bringe dir TNT mit. Das ist gut, aber ich möchte dich lieber lebend haben. Du kannst mit TNT doch eh nicht umgehen, Simon. Pass bloß auf. Das sollte man Experten, die verantwortungsbewusst sind, überlassen. So wie mir. Oh, ich glaube, ich bin gerettet. Denn hier ist ganz viel Holz drin. Und das Holz kann ich zu einer Crafting Table machen. Oh nein, dann baue ich mit Crafting Tables hoch. Ich sehe es kommen. Du hast es erfasst. Oh Gott, Dina. Ja, komm nach Hause, Simon. Einfach nur nach Hause. Es ist zu spät, es tut mir leid. Es ist zu spät, ich werde nicht mehr nach Hause kommen. Ja, ich merke, dass du nicht nach Hause kommst, Simon. Wir wollten eigentlich mal auf Höhlentour gehen. Und dafür mit. Ja. So langsam, ja. Ich mach einfach jetzt erstmal, benutze meine Patterns hier, um die ganzen Formen zu machen, dass wir ein bisschen was vorankommen. Du kannst nicht immer nur Action haben. Du musst auch mal die einfach mal hier auf das. Ich hab doch die ganze Zeit das Haus gebaut und so weiter und so fort. Ja, aber du darfst jetzt nicht sterben, dann verlierst du alle Sachen, die du jetzt hattest. Ich weiß, jetzt gerade bin ich im Action-Mode. So. Shovelkopf. Hatte ich da schon? Was hatte ich denn jetzt alles schon? Das muss ich erstmal nachschauen hier. Sword, Shovel, Pickaxe, Toolbinding. Also ich hatte Sword, Shovel, Axt. Das heißt, ich hatte noch. Was ich noch nicht hatte. Pickaxe habe ich auch. Pickaxe, Shovel, Axt. Axt war dabei. Ja. Fehlt mir noch irgendwas? Eine Hoe oder so was? Ja gut, brauche ich eine Hoe. Gut, weiß ich nicht. Aber Shovel habe ich dann auf jeden Fall schon mal. Pickaxe auch, Shovel habe ich auch, Axt habe ich, Sword habe ich, alles habe ich. White Guard Pattern, Hand Guard Pattern, Crossbar Pattern, keine Ahnung, ob ich das überhaupt brauche. Was war das hier? Tool Binding, Pen Pattern, Whiteboard Pattern, what the fuck, was macht man da aus alles? Knife Pattern, okay, Chisel Head Pattern, Alter, das ist ja hier. Aber man tut halt alles einfach hier rein, Leute, ne? Da muss man sich auch gar nicht mehr drum kümmern. Da ist alles drin, man muss einfach halt einmal irgendwie craften. Chiselhead Pattern hatte ich jetzt schon oder nicht? Pen Pattern, Toolboard, oh, jetzt habe ich vergessen, ob ich schon hatte. War da so ein Shiddle Diddle Ding? Ich glaube, das ist nicht. Craft ich dann nochmal. Und, bin ich wieder bei Pickaxe? Nimm ich einmal durch? So schnell geht das? Das ist doch scheiße. Das hier zum Beispiel noch nicht. Large Plate Pattern. Da war schon wieder dieser Hurensohn. Ja, weil du nicht da, du bist immer noch im Dungeon. Wieso sagst du, du gehst aus dem Dungeon, wenn du gar nicht rausgehst, Simon? Ich kann nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich muss die nächste Folge nochmal im Dungeon aufnehmen und danach gehe ich raus. Dann sag das doch.
Wir müssen irgendwann mal auf Höhlentour gehen. Ja, aber ich bin in diesem Dungeon, verdammt. Wow, du kannst doch nicht schon wieder sterben. Ich glaube, ich kann... Ja, ich glaube, ich muss hier echt einfach raus, weil... Der ist unendlich und ich kann ihn alleine nicht schaffen auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem wir spielen. Ja, eben! Ich hab dir gesagt, komm doch nach. Ja, ich muss hier was erstmal fertig bauen und wie soll ich dir nachkommen ohne ja, Flugstab? Ja, Koordinaten und alles, ja, ja. Ohne Flugstab, da bin ich eine Folge unterwegs. Ja, ja, wir müssen zusammen hier hingehen. Ja, und einen Flugstab bekommen wir auf so einer schönen, lang ausgehenden Höhlentour. Kommst du mir, Simon? So, hier sind nochmal verschiedene Pattern, die ich nicht hatte. Alles komplizierte Sachen. Excavator, Alter. Hört sich böse an, die ganzen Sachen. Large Blade. Ich glaube, es gibt auch so ein überlanges Schwert, was man machen kann und so weiter. Ein Hammer, ein Bowstring-Ding. Kann ich gerade nicht mal einsammeln. Oh, und jetzt habe ich nicht mal mehr die Sachen dafür. Eieiei. So, alles hier rein. Ich habe eine Diamanthose gefunden. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Aha. Alles klar. Dann. Ja, muss ich mir einfach nochmal neue Sachen machen. Leute, ich mache das einfach mal lieber, während ihr bei Simon zuschaut. Dann kann ich einfach mal schnell alles hin und her machen. Und dann geht das auch schneller und produktiver und bla. Und dann haben wir das irgendwann fertig. Wie viel habe ich hier eigentlich noch drin hier von dem Ding? Noch 6 Ingots kann ich mir machen aus dem Aluminium-Bla-Zeug. Oder ich mache eine neue Form. Kann ich alles noch machen. So richtig nutzen können wir das halt erst, wenn wir auf Höhlentour waren. Dann können wir die ganzen Sachen da reintun, schmelzen und die teuren Sachen draus machen und bla und alles. Und dann können wir die noch verbessern mit den verschiedenen Tables und alles. Und cool und yeah. Aber das passiert erst, wenn wir auf der Höhlentour sind. Und dafür müssen wir uns vorbereiten. Wir müssen eine Rucksäcke machen und alles und dann müssen wir losziehen jetzt. Und zwar bitte in den nächsten Folgen. Endlich. Ja. Komm nach Hause zu mir. Ich hoffe, ihr kommt nach Hause. In meiner Folge komme ich nach Hause, versuche ich nach Hause zu kommen, okay? Schauen wir mal, ob er das macht. Schauen wir mal, ihr könnt es morgen sehen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, ob er das wirklich schafft oder macht überhaupt. Oder ob er da ewig festhängt. Ich glaube, er ist ein bisschen verliebt in diese Dungeons. Aber... Ihr werdet es ja sehen. Morgen schaut bei ihm vorbei. Link ist in der Beschreibung. Das war's für heute von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt auch noch oben, wenn es euch gefallen hat. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.